So, geht's weiter mit einer neuen Runde auf Live. Wir sind auf Floral Live. Ich habe jetzt gerade schon mal angefangen mit Aufnehmen oder mit aufgehört. Und jetzt kann ich mal, oh Gott, nochmal angefangen. Irgendwas da geht gerade zugrunde. Aufgrund von höherer Gewalt. Okay. Genau, machen wir ganz kurz schnell ein paar Espros. Und zwar habe ich mal schon vor, dass wir Sunpress machen. Ich wollte eigentlich gerade Behemoth Dungeon gehen, nur gerade gemerkt, ups, macht eigentlich doch gar keinen Sinn und ja. Nee, nicht Rubel entfernen. Moment entfernen. Es kam wieder so einer Moment, der so kurz bevor das Essen fertig ist, dachte ich mir schnell, okay, schnell aufnehmen. Ich hatte so eine ganze Zeit, ganzen Tag Zeit gehabt und so, aber hab's dann irgendwie nicht gemacht, weil ich mir anfangs dachte, oh Gott, die Mutter stirbt. Ich dachte, okay, ich nehme Office schnell auf und Office aber down wegen einem Patch. Ist übrigens schon seit, sorry, einer ganzen Weile down. Eigentlich soll es seit 11 Uhr online sein. Aktuell haben wir 14 Uhr nachmittags, von dem, also 14 Uhr nachmittags. Das war jetzt mal wieder eine richtig geile Aussage, muss ich mal so sagen. Und, ja, genau. Nicht sicheres Upgrade, Element Upgrade hier, so. Naja, und wie gesagt, ich wollte eigentlich dann Behemoth Dungeon machen, bin zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich komplett sinnlos ist und deswegen machen wir jetzt Sunpress, genau. Und ansonsten, ich dachte mir zumindest, vielleicht gebe ich Offline doch nochmal einen Versuch und wir versuchen einfach mal das Ganze nochmal. Wir geben Versuch und versuchen es mal. Mhm. Genau. Ja, haben jetzt aber aufgrund davon, dass es einfach gerade auf die Down ist, jetzt erst mal gegen entschieden und von dem her müsste mich jetzt in Floralfleisch vertragen. So, STA, jetzt machen wir kurz einen E-Lan, ist total dumm, was ich gerade mache, aber egal. Umstatt auf STR und wir haben jetzt wie viel AP? 120k. Hat sich fast gelohnt. Leider aber nicht. So, einmal alles durchbuffen. Den ganzen Crap nochmal buffen und so weiter. Okay, so 39,3k Attack, das ist ganz nett. Oder dem alter Schwede. Holy moly, machen die Damage. Nicht mehr Schlagsounds oder so. By the way, ich habe letztens ich kam letztens auf die Idee, ich dachte mir, ich spiele mal Space Engineers und wir haben noch einen Surfer gemietet bei, wie heißt das, wie ist die Firma, Dawn Surfers. Und ja gut, okay, das Problem ist, jeder Hoster nutzt nur Stable Versions. Oder fast jeder. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach nur, dass Space Engineers ungefähr jedes vierte bis fünfte Update oder jedes dritte bis fünfte Update eine Stable Version herausbringt. Und das heißt jede dritte bis fünfte Woche. Aktuell habe ich auf der Stable Version einen Bug, der sich halt nicht umgehen lässt. Und bin quasi auf die Dev-Version angewiesen. Und dachte ich mir so, okay, schreibe mal Support an und so. Zwei Minuten später kam die Antwort, nope, geht bei denen nicht, machen die nicht, keine Ahnung. Und ja. Generell ein bisschen eine blöde Situation, dachte ich mir, okay, gut, kündige mal einen Surfer und miete den Surfer einfach dann woanders. Genau, kam jetzt mal so dazu, dass es dann eigentlich komplett sinnlos war, weil ein anderer Hoster bietet das scheinbar auch nicht an. Es gibt irgendwie 74 Surfer, glaube ich, laut der Surferliste, die halt eben den neuen Patch unterstützen oder halt auf dem neuen meisten Stand sind. Bei welchem Hoster es sind, keine Ahnung. Scheinbar bei dem guten. So, Pat, bitte. Danke. Und ja, bisschen blöd auf alle Fälle, weil es einfach jetzt mal so eine bisschen sehr spontane Reaktion war, erst kündigen und dann mal schauen, wie man sonst. Ja. Ist ein bisschen blöd und so, aber gut. Und ansonsten, was ich vergessen habe zu sagen, erstmal danke für 1700 Abonnenten. Ich würde schon sagen 1,7 Millionen Abonnenten. Ich will gerade die ganze Zeit eine Million aufploppen sehen. Nee, danke für 1700 Abonnenten. Das Ganze ging, glaube ich, eine Zeit lang immer wieder vor und zurück. Für 2-3 Monate oder so, wenn du gut reicht. Und ja, irgendwie jetzt
Auch mitunter durch das Video vom Offi ging es innerhalb von boah, 2, 3 Tagen von 90 auf, sagen wir jetzt in Anführungsstrichen 12. Also von 90 auf, warte, 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 stopp, 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 lol. Von 1096 auf 1702, glaube ich, ja. Und das hat mich dann zwar selbst ein bisschen fasziniert, oder ein bisschen geflasht irgendwie, weil ich damit nicht gerechnet habe, nicht in so kurzer Zeit. Aber wir haben keine Beats mehr. Shit. So, wo haben. Warte, 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 warte. Oh Gott, oh Gott. Wo haben wir Hockey Tag? Hockey Tag geht's auf F7. Okay, perfekt. Oh mein Gott, wie viel Damage das Vieh haut. Ja, Alter, ja, genau. Übertreiber dachten direkt noch mehr. Holy shit, Mann. So, wo ist unsere Attack-Rate? Alter. Übertreib halt mal. Okay, was brauche ich alles? Ich brauche, Berserk. Okay, was hauen wir Damage raus? Wow, wir hauen guten Damage, wir hauen sehr, sehr guten Damage sogar. Achso, ich bin die ganze Zeit auf der Lakote drauf, anstatt auf dem Holy Cross. Nice. Uns fehlen definitiv AP. Und ich vermute einfach mal nur wegen Beats. Das ist ein bisschen unlucky. Nicht sterben, nicht sterben. Kann ich mal irgendwas aktivieren? Irgendwie HP? Liegen hier noch irgendwie HP, potenzielle HP im Inventarum? Hier liegen 10 Decks rum. Ein bisschen mehr vielleicht. Liegt sonst gar nichts mehr rum. Nice. Also nicht so nice, aber naja. Kann man gerade nichts ändern. Boah, ich merke aber, irgendwie wird es saukalt. Mir ist es immer so, ich habe so Südseite. Den ganzen Tag, bis die Sonne untergeht, ist es sauwarm. Also im Herbst. Und dann ist die Sonne weg und auf einmal wird es hier finstere Eiszeit oder so. Das ist richtig nervig. Am Anfang schwitzt immer so und auf einmal dann auf, ist die Sonne weg und keine 10 Minuten später dann Eiszeit einfach. Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme es gar auf. Krass. Warum fehlt hier schon wieder Attack? Achso, genau, deswegen fehlt Attack. 39, knapp 39,5k Attack. So, ich will das kleine abhauen. So, nice. Ja, also Damage ist ganz in Ordnung. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, dass wir mal schnell umstatten. Resets. Nein, nicht int, nicht int. Fuck, man. Ja, genau. Und ich habe keine. Oh, fuck my life. Das ist jetzt schon ein bisschen sehr unlucky. Man war ja unter Kontrolle, wir starten schnell auf Dexum. So, easy. Das erste, was ich jetzt mache, bevor ich überhaupt hier den Boss hier weitermache oder aktiv weitermache, ist erstmal schnell Dings kaufen. Rest-Skulls. Ist generell eben kein Sound dabei. Sound kaputt, keine Ahnung warum. Wenn er kritisch haut, ist glaube ich sowieso weg, oder? Hundertprozentig. Ja. Einmal sterben ist Pflicht, oder wie? Sehr schön. Wo ist mein Pad hier? Da ist ein Pad. Ja, passt schon. Damage ist hoch genug. So, das ist schon down. Hab gar nicht reingeschaut. Was haben wir alles bekommen? Wir haben. Och, come on. Immer Müll. Müll, 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 Müll. Hier haben wir noch ein paar Brunnen. Ja, Nichts Besonderes eigentlich. Ich würde mal sagen, wir machen schon Flares und wir werden mal schauen, dass wir hier mal ordentlich leveln, in Anführungsstrichen. Und generell, wir müssen mal schauen, dass wir hier Road to Platin 20 oder so schaffen. Alter, was ist denn für ein Equipment hier? Holy moly. Nein, du stehen. Stopp. Krass, was hat die für ein Equipment? Ich will es auch.
Okay, das Platin 40. Nein. Krass. Holy shit, Mann. Mal schauen. Dann lieren den Namen, das kommt mit Lila. Jetzt kommt sogar eine Party an. Nice. Okay. So, Platin ist gold. Da war ja was. Der Ringmaster, ich weiß gar nicht, ob ich den ziehen soll. Ich habe eigentlich gerade keine Lust mehr auf den Ringmaster, wobei ich sagen muss, Ringmaster ist sinnvoll, oder? Was bringt es mit Ringmaster so hoch? Das bringt mir im Prinzip gar nichts. Das bringt mir Platin-Level generell, gut wegen Pets und so, aber ansonsten. Starten wir lieber schon ein drittes Fenster und wollen wir schon die jonglern. So, F2, F3, F4, F4, F5. Als anderen Crap dadurch buffen. So, einmal. Da haben wir unseren Leech 1337. Jetzt kommt der Leech Elite. Der Leech. Der Elitcher. Der Elite Leech. Elitcher. Oh Mann, ey. Ich habe sogar die Mediziner vom Ringmaster weggeworfen. Das gibt's doch gar nicht. Kann man die? Oh Gott, jetzt kommt hier Blaze. Mal schauen. Achso. Hier, einmal. Kann man vielleicht. Nee, kann man nicht. Mist. Dachte mir gerade, vielleicht kann man die abgelaufene Medizin handeln. Aber nope. So, Ringmaster raus. Aber, wie heißt die Party hier? Das die hat Dauskills. Dauskills sagt ja, okay. So, B5. B5. Ja, B1 wollte ich doch. Mensch. Immer diese Noobs hier. Tower B1. So, was brauchen wir sonst? Wir brauchen das Ding hier. Wir brauchen ein Pet. Wir machen hier mal Folgen drauf, wenn ich den jemals ein Glück kriegen sollte. Folgen. Pet-Filter an. Restarten brauchen wir uns nicht. Und dann, wenn wir sagen, go, ja. Genau, 3, 2, 1, go. So, haben wir ein Schwert. Genau, wir brauchen eigentlich gar nicht, oder? Statten brauchen wir auch nichts mehr. Perfekt. Wir kriegen mehr XP als sonst. Kriegen wir nicht. Kriegen wir gar nicht. Kriegen wir nicht. Nee. Wie smooth sie gerade läuft. Holy moly. Bisschen Steppen nebenbei. Krass, die Sounds sind irgendwie so schon ruhig, nicht so nervig. Ich dachte gerade schon, der Leech levelt hier. So 23, wie viel XP kriegen wir eigentlich hier? 24? 25? Okay, gut, wir kriegen normale XP. So, 15,6, wie viel haben wir noch? Das Ding mal noch kurz rein hier. So, jetzt sollten wir ganz gut Damage machen, glaube ich. Zumindest hoffe ich das gerade mal. Genau, alles passt. Okay, dann würde ich erstmal sagen, ich adressiere noch die Timelapse und würde sagen, erstmal danke fürs Zuschauen und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil.